Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija. Fauzi terrorisiert Simsim. Und Younes sagt zu mir: Mama, ich glaube, der will sie, ihr ein Baby machen. Ich so: Nee, der will sie dominieren. Der will der Boss sein. Mahmoud sagte, sie sei verletzt gestern, aber ist nicht schlimm. Und die humpelt wieder. Die hat hier geschlafen heute Nacht. Auf dem Stuhl. Gäh? Und eigentlich will ich den Fauzi. Komm, Habibi, kommst du? Hopp, komm. Komm zu Mama. Ich will den Fauzi anbinden, weil der stresst die Simsim. Gäh? Ja. Dass alle frei sind, weil... Ich glaube, die haben gerade irgendwie Revierkämpfe. Vielleicht in den Husaren. Ich muss mich noch mal durchlesen. Sind die Mädels die Chefs? Weil die Simsim ist eigentlich... Guck mal, die ist sauer, weil ich mich an ihren Mann ranmache. Sei ruhig, Sheila. Ist doch mein Chauchi, mein Chuchi. Ja. Ja, Labina, komm, komm, hopp. Komm. Jalla, komm. Der will nicht. Simsim, kommst du mit? Die will eigentlich raus. Aber wir werden den Fauzi hier drin lassen und anbinden. Bis sich alles beruhigt hat. Gell, Mausi, guck mal, wie traurig sie ist. Ja, mein Baby, komm. Mein Chachili. Oh. Ich raus. Dieser Fauzi, wie der guckt schon. Die hat Angst vor ihm. Komm. Eigentlich wollte ich sie rausnehmen. Du, guck mal den an. Voll crazy. Und du kriegst auch gleich eine drauf. Ich sag's dir, Sheila. Komm. Komm, Fauzi, hopp. Ja, Labina, komm, hopp. Komm. Oder auf der Schaukel hat sie geschlafen. Guck mal, das ist doch dein für draußen. Weißt doch, was das ist. Ja, komm. Jalla. Hopp, barra. Komm. Komm, Barra. Moment. So, guck mal, Simsim. Jetzt bist draußen. Guck mal, die Eidechse hier. In unserem Haus ist es heißer als draußen. Wir haben heute 31 Grad. Aber da heute Kochtag ist, nee, Schafe. Das ganze Haus Stromausfall und dann noch die alle Dinger an. Da kriegst du keine Luft. Komm, Mäuschen. Komm. Wo tun wir dich anbinden? Nicht bei den Katzen. Hier draußen. Ja. Die arme Maus. Ja. Ach, ich sag's euch. Heiß ist es. Na ihr? Weh, weh. Die Hühner. Mal gucken, was wir machen. Na, ich tue sie vielleicht hier unten anbinden. Das müssen wir auch mal abnehmen, dass die Hasen Luft kriegen. Das ist ja Winterzeug da. So, Simsim mit Divi und Fino. So, sind sie nicht so allein. Stromausfall. Ja, jetzt kommt das Beste. Heute um 12 Uhr, Bismillah. Bismillah. Heute um 12 Uhr Termin. Oh, was ist das? Moment. So, Dille, mach mal wieder Licht an. Ein Hase lag da gerade. Also die Eier scheinen leer zu sein, oder? Keine Ahnung. Schnicks geschlüpft. Das sieht voll aus. Frag mich nicht. Hab grad
ein Kaninchen weggebracht. Keine Ahnung, was da los ist. Gut, man kann nicht, sind nicht immer alle 100%, ihr wisst. Ist hier noch, liegt noch irgendwas? Nee. Na gut, ist halt c'est la vie. Gerade das Schöne, gell? Ah ja, was willst du machen? Das ist der Leben. Und heute um 12 Uhr Psychiatertermin. Das Lustige ist, ratet mal, Mahmoud hat nicht das Zeug installiert, was man dazu braucht. Ja, die Katzen fressen das gerade. Und, was ist das End vom Lied? Termin verpasst, 500 Pfund in Wind geschossen. Wenigstens sind es nur 10 Euro. Mahmoud auf 180. Ich habe gesagt, dann gebe ich dir die 10 Euro. Hallo Mäuse. Na? Anna, hallo. Hallo. Ja. Ja, komm. Mal schön essen. Ja. Und du? Alle noch fit? Die rennen hier noch rum. Ja, Leute, mehr kann ich nicht machen. Außer das, gutes Futter, Wasser, ciao bello. Und eine eigene Ecke. Spielen, besser als auf der Straße. So, hier werden die... Und dann habt ihr gesagt, die Katzen sind zu dünn. Ja, wir hatten Futter bestellt, was denen nicht geschmeckt hat. Und ich habe 2 Säcke davon. Manche haben es gefressen, manche nicht. Und... Ja, aber Alhamdulillah, die Dinger sind, guck mal, jetzt kann ich das auch wieder aufstellen, die Affen. Die sind immer voll, aber es schmeckt ihnen halt nicht. Hier muss ich auch mal wieder die Wintersachen wegräumen. Oh, jetzt kommt der mit dem, der Rusty hat den Haas. Ja, Leute, es ist hier halt normal. Komm, das tu mal raus, die Affen sind weg. So. Könnt ihr hier wieder Spieli. Jetztle. Guck mal, so ein wackeliges Ding. 3500 Pfund. Puh. Und das 750 Pfund. Bockelhart. Ja. Rusty. Alhamdulillah, ich hab nicht geguckt. Männchen, Weibchen. Ist egal. Na? Was ist los? Wo ist die Simsim? Da oben. Oh, Simsim. Bist ein bisschen weg von dem Fausi. Guck mal, diese Fliegen da. Die sind, als ob sie... Seht ihr das? Du siehst die Flügel nicht. Die siehst... Was sind das für Viecher? Das sind keine richtigen Fliegen. Das sind komische... Gesellen. Gell? Oh, ich habe euer Kauknochen vergessen. Die Kauknochen. Komm. Das können wir eigentlich auch aufmachen. Könnt ihr ein bisschen im Hof rumratscheln. Kommt. Geh raus, Barra, yalla. Hast Angst? Hilfe! Okay, also das müssen wir jetzt langsam irgendwie mal hochraffen, damit es darüber wächst. Das wächst wie Bolle. Bougainvillea. Gell? So heißt das Ding. Mahmoud wollte es nie haben. Ach so, Tür gucken. 500 Pfund in Sand gesetzt. Hallo Esel. Tür ist zu. Abgesperrt. Ja, fein. Guck mal. Ja, ich bring euch. Guck mal.
Na Mausi, alles voller Blumen, alles deins. Also ich sehe kein Blut. Gestern hat der Mahmoud gesagt, volle Blut, keine Ahnung. Es kann auch sein von Verletzung. Aber heute Morgen, ich bin ja im Schlafzimmer, ich höre ja alles. Warte, ich trage mal kurz eine Runde weg. Und im Schlafzimmer hast du gehört, wie die Simsim schreit. Und ich denke mal, dass der Fausi sie die ganze Zeit dominiert und stresst und macht. Und sie hat noch den Fuß verletzt. Also, ja. Schafe wollen auch. Alle wolle. Aber Alhamdulillah, ich habe keine Rückenschmerzen. Und vor allem bei dem Psychiatertermin. Irgendwie weiß ich gar nicht, was ich der sagen soll. Wenn man es gut frisst, Baby. Komm, wenn es einem gut geht, dann vergisst nur die Sorgen. Ich weiß gar nicht, was ich das sagen soll. Warum? Wieso? Es ist einfach Psychoschrott. Ja. Es war jetzt wirklich eine Sieb. Ist da nochmal was passiert? Ich kann mich an das gar nicht erinnern, nur an das. Ist doch doppelt passiert. Das war Mahmoud bestimmt. Sich, deswegen hat man hier keine neuen Autos. Wenn wir selber keine Unfälle machen, gell, Divi? Dann kommen die Leute und zerkratzen das Auto. Ich habe euch schon mal erzählt, hier in Ägypten. Mein Nachbar tut regelmäßig alle ein, zwei Jahre sein Auto lackieren. Ja. Und warum? Weil die einfach kommen mit dem Schlüssel aus blinder Wut oder keine Ahnung. Einfach so hier und verkratzen. Jetzt hole ich mal die Kaulknochen. Sind in der Küche. Jawasch, Habibti. Jawasch. Schön essen. Ja, Bambi. Ja. Die Hauskatzen kann ich euch auch mal wieder zeigen. Die sind sauer auf mich, weil ich immer die Ohren mache. Die sind jetzt auch scheu, wenn ich komme. Es ist derjenige, der die Medizin macht bei den Tieren, ist immer der Depp. Okay? So. Was möchtest du mir sagen? Okay. Boah, ist das heiß hier. Guck, du machst nur gar nichts. Nur du angriffst nur zu Amazon. Was soll ich bei Amazon? Ich will ein Auto. Jo. Warte, ich hol die Kauknochen. Was für ein Auto? So ein. Du darfst kein Auto fahren. Also bitte. Amazon. Kauknochis. Ich muss gleich wieder ins Schlafzimmer. Unter die Klima. Ja, super. Wäre ein Auto mit Remote. Ach so, Habibi, wie viele? Ja, ich weiß. Allah. Ja, ich weiß. Bitte. Und wie oft ist es? Von meinem Geld. Ich glaube, 5 Stück haben wir und gekauft. Geld. Aber nicht gekauft, wir. Geschenkt. Na und? So, guck mal. Ist das was? Nimmst du das Weiße, genau. Wo ist ich denn? Naja, spielt schön. Mama geht wieder rein. Puh. Wisst ihr, wo wir gestern waren? Wir waren erst hier auf dem Balkon und dann waren wir da ganz oben. Subhanallah. Wir sind hier rüber, über das Fenster und dann da hoch. Die Simsim. Wenn du wieder abhaust, die ist auf dem Vogelkäfig. Simsim! Wäh! Seht ihr die Schnur? Die ist oben. Susum! Whatever. Jetzt sind die Hunde draußen, die Katzen sind allein.
Simsim hat dir Ruhe. Gell, du kleine Mausi? Ja, sei lieb, schön hier bleiben, gell? Du bist eine Liebi. Die ist so ruhig. Das Gegenteil vom Fino. Ich habe immer gedacht, bist du krank? Nee, das ist eine Liebe, ruhige. Mausi. Hast du Durst? Die schwitzt. Im Stall habt ihr Wasser. Das weiß. Ja. Okay, ich gehe rein. Psst. Hallöchen. Upsala. Mach mal Licht an. Hallo. Ja, kommt ihr? Guck mal, der hat schon Angst. Ich mach wieder was an den Ohren, siehst du? Du geh, bei dir geht's. Heide, nein. Kannst 100-mal Klo machen hier. Geh, 100-mal. Miau. Gutes Kittenfutter, was wollt ihr mehr? Draußen hören die, guck mal, die Haare. Hier muss man auch mal wieder sauber machen, gell? Du, der hat zugenommen. Der war ganz dünn. Dem hat das Essen draußen nicht geschmeckt. Gell? Und du, dich müssen wir scheren. Guck mal, das Fell, geht das Fell raus. Also, nee. Dringend brauchen wir die Impfungen. Ja. Gell, ihr Mäuse? Also. Saustall, aber so ist es halt. Katzen, wie sie spielen. Rechts, links müssen wir alles wieder schütteln. Ja, Daisy. Ja, Rocky. Jerome, Tom. Und Sherry. Die hat richtig blödes... Guck mal. Das kann ich rausziehen, das tut auch nicht weh. Einfach rausziehen, das ist das Winterfell. Mashallah. Eda Habibti. Upsala. Guck mal, alles rausgezogen. Malisch, malisch. Das geht alleine raus, guck. Was? Oh. Siehst du das? Haben wir mal kurz die Mausi. Heidenei. Keine Strome, aber Prüfung. Strom kommt schon bald. Mausi kontrolliert nochmal die letzten. Ich hab's fotografiert, es waren 20 Seiten oder 10, 20 Einzelheiten. Und was hast du heute? Ich hab Arabisch, Religion und Computer. Okay. Welches Fach habe ich gelernt, Arabisch? Das kriegst du hin, Mausi. Weil die anderen Fächer... Sind das jetzt die Endprüfungen für dieses? Ja. Und wie viele Tage sind es noch? Vier. Heute ist der erste Tag von 4 Tagen. Ja, am 8., 9., 10., 12. Okay. Also, alles, alles Gute für die Prüfungen. Alle Zuschauer machen Dua, die dich mögen. Oder drücken ihre Däumchen, whatever, was sie machen. Ne, und denken an dich. Inshallah, schaffst du das. Das war's im Video. Bis die Tage. Masalema. Bye, bye.